Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen etwas anderen Adventskalender und zwar ist der hier von Clarins. Das ist dieser hier. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Warum ist dieser Adventskalender anders als andere? Nun ja, wir haben hier eine Box. In dieser Box befinden sich 24 kleine Boxen und dann befindet sich noch so ein Aufhängekalender damit drin. Mega geil! Das heißt, im Prinzip werden wir zusammen jetzt einen Adventskalender bauen. Ja, aber diese Boxen, die da drin sind, sind schon befüllt und vorbelegt. Das heißt, wir werden ihn auf jeden Fall zusammen öffnen. Ich habe auch einen ganzen Batzen voller Proben und so weiter bekommen, weil da gerade so eine Goodie-Aktion war. Habe ich auch auf Instagram geteilt. Falls du mir noch nicht folgen solltest, ich heiße AIDYP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, dann verpasst du solche Aktionen nicht, weil ich bekomme von euch die Info und dann reposte ich das oder ich sehe es selber und dann poste ich das. Ich habe keine Ahnung, warum ich das immer wieder finde oder warum mir das geschickt wird. Ich finde es großartig und so bin ich gerne ein Multiplikator für euch, um euch dann diese Aktion auch mitzuteilen. Der Adventskalender war nicht günstig, aber er ist auch sehr, sehr hochwertig. Wenn man die Box öffnet, sieht das Ganze so aus, dass wir hier einmal das Heftchen haben, wo drin steht, was drin ist. Also die Produkte sind da aufgeführt. Dann haben wir super hochwertig, Entschuldigung, ein Seidenpapier. Dann haben wir hier diesen Stoffkalender, den man halt echt super aufhängen kann und dann entsprechend befüllen kann. Und hier haben wir dann die einzelnen Boxen und man kann den natürlich mit diesen Clarins-Boxen füllen oder man kann den so weiterverwenden, ne, wie man das halt gerne hat. Ich habe den jetzt einfach mal hier vorne hingehangen, damit wir den dann mit den entsprechenden Boxen gleich befüllen können. In diesem Video wird es natürlich auch eine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt, weiß ich noch nicht. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht schon mal unten in der Infobox. Schau gerne vorbei. Wir beginnen mit der Box Nummer 1. Oh, schön. Das ist ein One-Step Gentle Exfoliating Cleanser with Orange Extract. 30 ml, also ein peelender Toner, würde ich mal so sagen. Oder peelender Reiniger mit Orangenextrakt und Expressreinigung mit, 2 in 1 Expressreinigung mit Peelingwirkung für jeden Hauttyp. Jo, das hört sich interessant an. Ich weiß jetzt halt nicht, ob da irgendwelche Fruchtsäuren oder so drin sind. Da habe ich ja immer ein bisschen Angst vor. Aber wir gucken einfach mal. Ich meine, dass wir hier sogar auch dekorative Kosmetik drin haben. Hier habe ich die Nummer 2. Bin ich mal gespannt, was sich hier damit drin verbergen wird. Ja, das ist, oder? Naja, so ein Zwischending, ne? Das ist von Clarins ein Water Lip Stain Eau à Lèvres, ein Lippenwasser, 2,8 ml. Und ich glaube, dass das hier dann dir die Lippen stained, also so rot einfärben wird. Ja, das ist nämlich so ein Pinselchen. Riecht leicht nach Kirsche. Sehr, sehr angenehm. Und das mache ich mir jetzt nicht auf die Hand und swatche das, weil meine Hand dann gestained wird. Das macht dann keinen Sinn. Aber das ist halt eine schöne Geschichte, wenn wir jetzt die Masken tragen und so, dass man sich so einen Lipstain drauf macht, weil das dann halt nicht in den Masken abwischt, ne? Weil das bleibt halt auf den Lippen. Das finde ich echt cool. Die Nummer 3 ist wieder klein, aber bestimmt nicht wenig fein. Was ist das denn? Wie süß. Ein Gesichtsöl mit Orchidee, mit blauer Orchidee. Blue Orchid Treatment Oil. Und hier sind enthalten 2 ml. Das ist auf jeden Fall eine gute Größe, um das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ich finde es nicht schlimm, dass da nur 2 ml enthalten sind irgendwie, weil Gesichtsöle verwende ich persönlich immer nur zu ganz bestimmten Jahreszeiten. Also wenn es wirklich super kalt ist, dann verwende ich ein Gesichtsöl. Ansonsten ist mir das dann schon wieder zu reichhaltig. Deswegen ist es eigentlich ganz gut. 2 ml reichen auch Ewigkeiten aus. Du brauchst ja immer nur 2-3 Tropfen für dein Gesicht. Von daher ansprechend. Die Nummer 4 haben wir hier und die ist jetzt ein kleines bisschen größer. Oh, hier haben wir das drin, was ich eben erst dachte, was drin wäre. Das hier ist ein Lip Comfort Oil. Das ist ein Lippenöl mit 7 ml. Ich verwende so gerne Lippenöle. Habe ich einfach auch gerne so bei mir in der Jackentasche drin und dann einfach drauf machen. Und das ist eine schöne Größe, das gefällt mir. Das ist ein schöner, großer Applikator. Sieht sehr, sehr ansprechend aus. Da kannst du dann auch einfach, das sieht auch super weich aus, so puschelig, so, oh. Sehr charmant, ne? Ah, riecht natürlich schön süß, ne? Da kannst du schön dann auch zwischendurch einfach mal über die Lippen gehen und dann hast du ruckzuck mal eben deine Lippen gepflegt. Das finde ich toll. Oh, die Nummer 5 ist ganz schön groß. Ist bestimmt wieder Pflege drin. Und zwar ist das Moisture Rich Body Lotion mit Shea Butter für trockene Haut, 30 ml. Ist dann auch eher so eine Probegröße, aber es ist
eine angenehme Größe, weil damit kann ich ein paar Mal öfter meinen Körper eincremen. Körperpflegebalsam mit intensiver Feuchtigkeitswirkung. Ja, das finde ich cool. Das kann man gut gebrauchen, Leute. Ne? Das sind halt wirklich praktische Produkte, die hier drin sind und nicht irgendwie so ein Shishi, finde ich. Also bislang. Gut, ich bin bei der 5, aber trotzdem. Nikolaus, die Nummer 6. Die darf auch was Besonderes sein, weil ich mag Nikolaus. Clarins ist ja eine französische Marke. In Frankreich haben die auch Nikolaus, oder? Das ist ein Food Beauty Treatment. Das ist ein Fußball mit 50 Millilitern, der nährt, beruhigt, erneuert und macht harte Haut weich. Und macht die Nägel schön. So steht es hier jedenfalls drauf. Fußbalsam kann ich auch richtig gut gebrauchen. Ist für mich jetzt nicht ein unbedingtes Produkt für Nikolaus, um mal ganz ehrlich zu sein. Wobei doch irgendwie schon wegen Stiefel rausstellen und so. Es ist schon eine gute Assoziation. Das finde ich eigentlich ganz niedlich, ne? Die Nummer 7 haben wir hier. Oh, was Orangenes. Tonic Moisturizing Balm mit essentiellen Ölen. 30 Milliliter. Tonic. Das ist für den Körper. Mhm. Nee, da riechst du auch nichts raus. Ne? Clarin ist ja für mich eigentlich auch eher so eine Marke, die wir so in Apotheken oder so finden. Also es ist alles sehr, sehr hochpreisig, sehr, sehr edel. Deswegen verzeihe ich halt auch diese etwas kleineren Größen davon. Ne? Weil ansonsten wäre der Adventskalender wahrscheinlich noch teurer gewesen. Der hat jetzt auch über 100 Euro gekostet. Ja, deswegen. Ja. Die Nummer 8 ist klein. Vielleicht wieder dekorative Kosmetik. Man weiß es nicht. Nein. Ein Comfort Scrub, Nourishing Oil Scrub mit Zuckermikrokristallen, 5 Milliliter, das finde ich jetzt ein bisschen klein. Ich weiß nicht, das dürfte dann aber fürs Gesicht sein. Das war ein Reim. Ein nährendes Ölpeeling, Augenpartie aussparen, genau, also das ist ein Gesichtspeeling. Für den Körper wäre es ein bisschen mini. Fürs Gesicht reicht das für zweimal, würde ich mal so schätzen, grob. Aber um es auszuprobieren, ist es eigentlich ganz nett. Aber wie gesagt, es ist halt schon 5 Milliliter, finde ich echt grenzwertig. Auch die Nummer 9 ist relativ klein. Und hier haben wir SOS Comfort, eine nährende Balm Mask, Nourishing Balm Mask with Wild Mango Butter. Mit wilder Mango Butter ist diese 5 Milliliter Tube. Nährende Komfortmaske. Ja, das wird ja fürs Gesicht sein und die wird dir dann ganz schnell Feuchtigkeit geben und deine Haut ernähren. Nummer 10 ist ganz schön groß, aber sie ist leicht. Also da wird jetzt nicht irgendwie eine große Pflegegeschichte drin sein. Nee, da ist was ganz Kleines drin. Und zwar ist es ein kleines Pöttchen. Instant Smooth Perfecting Touch 4 Milliliter. Das wird eine Gesichtscreme sein. Vor der Foundation auf Linien, Fältchen und vergrößerte Poren auftragen. Ach so, also bevor du dich schminkst, sollst du das erstmal so auf verschiedene schwierige Stellen geben, wo sich wahrscheinlich das Make-up absetzen könnte. Das ist nett. Instant Smooth Perfecting Touch, also so eine Art Primer ist das dann. Das ist schon wieder cool, weil dekorative Kosmetik in weitester Hinsicht, ne? Wir sind angekommen bei der ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Ich finde übrigens diese Dinger, wo das so drin ist, ne, eigentlich ganz praktisch. Ich kann es auch schön weiterverwenden, auch wenn da Fett Clarin draufsteht. Finde ich das nicht schlimm. Wir haben hier drin eine Hydra Essential Moisturizing and Conscious Silky Cream, 50 Milliliter. Auch da würde ich vermuten, dass es sich hier um eine Gesichtscreme handelt. Ich hätte mal so gesagt. Feuchtigkeitscreme für normale bis trockene Haut. Das hört sich auf jeden Fall sehr passend für mich an. Wir sind schon bei der Halbzeit. Ich habe hier die Nummer 12, die sehr, sehr klein ist. Halbzeit darf eigentlich auch ein bisschen knallen. Das passt jetzt auch dazu. Das ist eine Moisturizing Reviving Eye Mask. Also das ist eine feuchtigkeitsspendende Augenmaske mit 5 Millilitern. Finde ich auf jeden Fall schöner als diese Augenpatches, die du unter die Augen drunter machst, weil das hier einfach viel, viel weniger Müll hat. Das kannst du entweder so drauf machen und lange einwirken lassen oder du lässt es über Nacht drauf, wie du möchtest. Ne? Also das ist dann halt einem selbst überlassen. Aber da finde ich 5 Milliliter auch schon wieder cool, weil so viel braucht man da eigentlich gar nicht von. So, jetzt sind wir bei der zweiten Halbzeit und die Nummer 13 ist schon sehr, sehr groß und schon schwer, muss ich sagen. Da haben wir drin Beauty Flash Balm Brightens Titans, 50 Milliliter und das dürfte, oh, das ist fürs Gesicht, ist das, oh,
Oh, oh, oh, Leute. Ist das eine Full Size? Kann das eine Full Size sein? Schönheitsbalsam, Soforteffekt. Eine dünne Schicht auf dem Gesicht verteilen, nicht einmassieren. Nicht einmassieren? Sofort danach das Make-up auftragen. Vitalisierende und glättende Intensivbehandlung großzügig als Maske auftragen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Hä? Also entweder verwendest du das als Primer, ohne das halt einzumassieren, oder 10 bis 15 Minuten einwirken lassen als Maske. Das finde ich interessant. Soll Strahlkraft und Glättung geben. Und schon sind wir bei der Nummer 14. Die ist klein, aber vielleicht darf da was Feines drin sein. Oh ja, guck an. Moisture Replenishing Lip Balm Hydra Essential with Blue Lotus Wax. Da sind 3 ml drin. Okay, das ist für die Lippen und das soll auch wieder Feuchtigkeit geben. Das ist aber für die Lippen mit blauem Lotuswachs. Interessante Kiste, oder? Die Nummer 15 habe ich hier und die ist relativ schwer wieder. Also da dürfte auch eine etwas größere Geschichte drin sein. Und guck an, das ist ein Instant Eye Make-up Remover für wasserfestes und richtig heftiges Make-up mit 30 ml. So ein Zwei-Phasen-Ding, das finde ich gut. Den musst du vorher schütteln, dann machst du den auf dem Wattepad, lässt es dann kurz auf den Augen, dann musst du es kurz einwirken und dann kannst du das Make-up ganz vorsichtig abnehmen. Das ist schön. Die Nummer 16 habe ich hier. Hand- und Nagelcreme, sehr schön. Hand and Nail Treatment Cream, softens Hands, strengthens Nails, also 30 ml von dieser Pflegecreme für Hände und Nägel. Und die soll die Hände sanft machen und die Nägel stärken. Sowas darf auch auf jeden Fall nicht in einem Pflege-Adventskalender fehlen, finde ich. Also ich muss sagen, ich bin jetzt bislang nicht überwältigt, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich bislang zu wenig mit der Marke Clarin beschäftigt habe, als dass ich sagen könnte, oh wow, das ist das und das Produkt, das ist so und so viel wert und ich habe da voll die Ahnung von. Aber ich finde, dass alle Produkte, die ich jetzt bislang ausgepackt habe, solide sind, sodass man sie, also die sind halt universell verwendbar, ne? Jeder kann die irgendwie verwenden, ausprobieren, benutzen und das ist jetzt nicht irgendwie eine krasse Farbe irgendwie von dekorativer Kosmetik, die nicht jedem passt, die nicht sehr gefällig ist oder so. Das sind halt wirklich Produkte, die anwendbar sind. Und das ist schon abwechslungsreich, ne? Also wirklich, finde ich eigentlich ganz gut. Doch. Die Nummer 17 ist wieder ziemlich klein. Ein Primer ist das geil. SOS Primer Boosts Radiance. Der gibt dir Strahlkraft mit 5 ml. Und das finde ich toll. Ich mag dekorative Kosmetik in Pflege. Adventskalender, beziehungsweise von Marken, die eigentlich eher Pflege machen, dass die dann halt auch so dekorative Kosmetikprodukte mit reinbringen, finde ich toll, weil die meistens ein bisschen dezenter sind als das, was man so normalerweise kennt, aber sie sind hautverträglich und das gefällt mir. Für mehr Leuchtkraft, ja. Jetzt nehmen wir hier die Nummer 18 raus, die ist mittelgroß, aber super leicht. Haben wir hier vielleicht eine Maske oder so drin? Nee, ein Tübchen. Oh. Ah, oh, Emblisseur Lèvres Natural Lip Perfector. Das ist dieses Produkt. Das finde ich toll. Das soll irgendwie meine Lippen perfekt machen und sowas mag ich ja. 5 ml sind hier enthalten. Ah, okay, diese Applikatorform mag ich jetzt nicht so, deswegen werde ich das nicht swatchen. Das ist halt ein Produkt, das musst du verwenden. Ne? Das musst du immer wieder verwenden. Genau, ansonsten wird dieses Applikator-Ding, dieses Schwämmchen hier vorne, relativ schnell spackig und das will ich nicht. Und das kommt dann halt wirklich demnächst in meine Jackentasche, dass ich das dann halt kontinuierlich verwende, aufbrauche und dann wird er auch nicht spackig. Letzte Zahl im Einserbereich, die Nummer 19. Hier haben wir eine Maske. Extra Firming Mask. Smoothes Stress Lines. Firms. Revives Radiance. 15 ml sind hier enthalten. Und das ist eine Anti-Age-Maske für entspannte Gesichtspflege. Steht hier drauf? Okay. Nein, für entspannte Gesichtszüge. Okay. Also, dass du quasi, wenn du so stressmäßig, habe ich das oft, dass ich hier so Falten bekomme, ne? Weil ich halt immer so dann böse gucke, das hört sich blöd an, aber wenn ich so auf dem Bildschirm immer starre, weil ich irgendwas gerade, weil ich hochkomplizierte Excel-Tabellen gerade bastel oder weil ich irgendeinen hochkomplizierten Auftrag eingebe oder sonst irgendwas mache, dann gucke ich immer sehr konzentriert. Und ja, dagegen wirkt die. Und das finde ich gut, dass halt diese Fältchen hier weggehen quasi oder meine... Da. Oder halt nicht so tief werden. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass es halt dem entgegengewirkt wird, in gewisser Art und Weise. Mit der Nummer 20 werden wir nun im Zweierbereich begrüßt und sie ist auch wieder etwas schwerer.
Hier haben wir 30 ml drin, Tonic Bath and Shower Concentrate mit essentiellen Ölen. Also das ist dann auch wieder, für die Dusche. Pflanzenbad Tonic mit ätherischen Ölen. Mit Wasser abspülen. Aha, also einfach, ja, für den Körper. Das ist einfach eine ganz normale Geschichte. Das ist ein Duschgel, ne? Ja. Riecht nichts raus. Ah, das hier war quasi die Bodylotion und das hier ist das Duschgel dazu. Das ist schon wieder cool. Weiter geht es nun in den Endspurt mit der Nummer 21. Hier haben wir drin ein Körperpeeling, um die Haut weicher zu kriegen. Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin mit 30 ml mit Bambuspudern. Okay, das macht die Haut weicher, sanfter und geglätteter. Körperpeeling mit Wasser abspülen. Cool, ne? Nummer 22 ist wieder relativ klein, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht fein ist, oder? Ja, wir haben wieder eine Maske. Rebalancing Clay Mask mit Alpine Willow Herb Extract. Alpinisches Willow Gewürzextrakt. Ich weiß jetzt nicht, was Willow nochmal war. Ausgleichende, klärende Maske. 5 ml sind in diesem Tübchen, aber finde ich nett. Doch, mag ich. Das riecht wirklich kräuterig hier durch. Oh, das riecht leicht männlich herb, aber es riecht angenehm. Leute, wir sind schon bei der vorletzten Box, die Nummer 23. Ach Mensch, aber man kriegt ja echt einen schönen Adventskalender mit raus, ne? Das ist schön, was hinter mir passiert. Oh nein, ich habe gesagt, ich will keine roten Lippis behalten. Oh Mann, wie ärgerlich. Oh Mann, es wäre ein Lippenstift von Clara, Claudi. Und du willst ihn nicht behalten, du bist so doof. Jolie Rouge Soft Berry ist da die Farbe, 705. Aber ich habe so viele rote Lippenprodukte. Da brauchen wir gar nicht, ne? Oh, so schön. Nein, ich behalte den. Denn der ist gar nicht so rot. Der ist nämlich so Mauve. Rosenholz, den kann ich behalten. Da ist auch gar nicht so viel drin. Das ist ja krass. Was haben die denn so ein Riesenprodukt? Und guck mal, ich habe den voll rausgedreht. Da ist nicht viel drin. Das ist ja schon ein bisschen, ne? Ich will es nicht laut sagen, aber es ist eine kleine Verhmsche. Okay, 1,5 Gramm sind da drin. Das ist ja wirklich ein kleiner Tester, ne? Oh, Mann, das ist... Ich meine, so... Das, solche Farben habe ich zuhauf, aber das ist so schön. Super tragbar, super natürlich. Also das in einem Adventskalender. Leute, das finde ich geil. Dass sie hier nicht... Riecht nach nichts. Dass sie nicht hier so einen roten Lippi reingepackt haben, sondern einfach mal sowas, was jeder einfach auch im Alltag tragen könnte, ne? So My Lips But Better von der Farbe her. Echt schön. Danke, Clara. Ich darf den Lippi behalten. Wuhu! So, jetzt kommen wir zu der Nummer 24, was ja die Highlight-Box von dem Adventskalender ist. Und da bin ich sehr gespannt, was hier drin ist. Und das finde ich cool. Wir haben hier eine Mascara drin. Und zwar die Wonder Perfect 4D-Mascara. Das ist diese hier. Das ist ein tolles Highlight. Das finde ich schön. Das finde ich richtig schön. Kunsthaarbürstchen. Sieht unspektakulär aus. Riecht angenehm, riecht okay. Also da bin ich wirklich gespannt, wie die so sein wird. Das ist eine tolle Nummer 24, Leute. In einem schönen Rosé-Gold. Mega, oder? Ich habe mir mal wieder 5 Produkte rausgesucht, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Und das werde ich alles packen in dieses süße kleine Täschchen, was mitgeliefert worden ist als Goodie. Wie gesagt, ein paar andere Goodies waren auch noch mit dabei. Als erstes habe ich hier den Augen-Make-up-Entferner, der reinkommt. Dann One Step Gentle Exfoliating Cleanser, das ist dieser hier. Dann habe ich hier dieses kleine Produktchen Instant Smooth Perfecting Touch, weil da waren ja noch andere Primer-Produkte mit dabei, die ich dann für mich ausprobieren möchte. Dann der Gentle Foaming Cleanser, das ist dieser hier. Und als letztes die Moisture Rich Body Lotion, die möchte ich euch auch mit in das Täschchen packen. Wie gesagt, alles was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Was ein cooler Adventskalender, oder? Vor allem, den kannst du ja wirklich immer wieder weiterverwenden. Hier oben steht nur ganz klein Clara dran. Aber trotzdem, den kannst du jahrelang weiterverwenden. Das ist hier schön aus Stoff. Also ich glaube, dass es Leinen oder sowas ist. Und ich finde, der hat sich schon gelohnt. Ja, es ist alles hochwertig. Du hast hier eine ordentliche Marke, die du einfach mal testen kannst. Das Ganze kommt sehr nachhaltig irgendwie her, meiner Meinung nach. Es fühlt sich alles so edel an und man fühlt sich einfach echt
gut aufgehoben als Kunde, wenn man den halt auch direkt bei Clarins bestellt. Also von daher meiner Meinung nach eine Empfehlung, wenn man halt wirklich auch Bock hat auf hochwertige Pflege. Weil ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich mich von diesen hochwertigen Pflegeprodukten anfixen lasse, dass ich dem Ganzen verfalle und mir dann auch nur noch so teure nachkaufen will. Ne? Das ist immer so ein kleines Problem, was man dann natürlich hat. Und das war jetzt auch tatsächlich mein Unboxing. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!